Liebe Kinder, Eltern, Interessierte und zukünftige Mitarbeiter, herzlich willkommen in der katholischen Kita St. Servatius. Mein Name ist Sabrina Böckem, ich bin die Leitung der Kita und begleite Sie heute bei einem virtuellen Rundgang durch unsere Kita. Im Erdgeschoss befinden sich die Enten- und die Löwengruppe. In beiden Gruppen werden jeweils 20 Kinder im Alter von 2 bis 6 Jahren betreut. Den Kindern steht ein Kreativbereich zur Verfügung, in dem sie frei malen und gestalten können. Ein Rollenspielbereich. Eine gemütliche Leseecke. Eine Vielfalt an Puzzle- und Gesellschaftsspielen, ein Rückzugsort, sowie im Nebenraum ein großzügiger Bau- und Konstruktionsbereich. Der Schlaf- und Ruheraum bietet den Jüngsten in gemütlicher Atmosphäre einen erholsamen Mittagsschlaf. Jede Gruppe verfügt über einen eigenen Waschraum. Im Untergeschoss befinden sich die Schmetterlings- und Mäusegruppe. In der Schmetterlingsgruppe werden 23 Kinder im Alter von 3 Jahren bis zur Einschulung betreut. Der großzügige Gruppenraum bietet den Kindern viel Platz zum Spielen, Lernen und Entdecken. In der Mäusegruppe werden 10 Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum 3. Lebensjahr betreut. Angrenzend befindet sich der Wickelraum sowie der Schlaf- und Ruheraum, der den Kleinsten eine angenehme Umgebung schafft, in der sie sich während des Mittagsschlafes wohlfühlen und erholen können. Der Nebenraum bietet viel Platz, um ihre motorischen Fähigkeiten zu entwickeln. Unsere Turnhalle bietet viel Spaß und Bewegung mit speziellen Bewegungsbaustellen für unsere Kinder. Unser großflächiges Außengelände bietet eine Fülle an Möglichkeiten für Kinder, um sich auszutoben, zu erkunden und die Natur zu genießen. Mit großzügigen Rasenflächen, Spielgeräten und einem abwechslungsreichen Umfeld lädt es zum Laufen, Klettern und Entdecken ein. Die vielfältige Landschaft bietet Raum für Abenteuer und lässt die Kinder spielerisch die Natur erleben und verstehen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf Ihre Anfrage. Sie finden uns in naturnaher Umgebung, direkt im Stadtzentrum am Fuße des Michaelsberges.